Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste! Der Auftrag für diese Legislaturperiode war, den Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu zu ordnen, unter anderem auch, weil der Solidarpakt für die neuen Länder 2019 ausläuft. Und wir haben es geschafft, einen bruchlosen Übergang für die neuen Länder in den künftigen Länderfinanzausgleich zu erreichen. Mein Land Thüringen zum Beispiel bekommt 2020 aus diesem Länderfinanzausgleich 172 Millionen Euro mehr als 2019 aus dem Solidarpakt. Der Teil hat gut geklappt. Das Zweite, was wir uns vorgenommen haben, eigentlich muss die Finanzbeziehung Bund-Länder-Kommunalfinanzbeziehung heißen. Wir haben es geschafft, auch die Finanzen der Kommunen auf sicherere Füße zu stellen. Diese Legislaturperiode war geprägt von vielen Kommunalentlastungsprogrammen. 95 Milliarden Euro sind vom Bund an die Kommunen geflossen. Ich erinnere an Kita-Ausbauprogramme, Schulsanierung, Bildungspaket, Übernahme der Grundsicherung. Das führte schon ohne den Pakt heute dazu, dass die Kommunen 2016 einen Überschuss von 5,4 Milliarden Euro gemacht haben. Da ist der Name des Gesetzes zur Sicherung finanzschwacher Kommunen schon eigenartig, aber natürlich ist mir klar, was das Problem von Durchschnitten ist. Wir werden heute weitere Entlastungen für die Kommunen beschließen, unter anderem 3,5 Milliarden Euro für Schulinfrastruktur. Damit erhöhen wir diesen Posten auf 7 Milliarden Euro. Und nun verstehe ich sehr gut, dass es Eltern völlig egal ist, wo das Geld herkommt, wenn die Schule ihrer Kinder saniert werden muss. Aber ich sage an alle, die heute beteiligt sind, damit muss jetzt auch erstmal Schluss sein, zu Lasten des Bundes. Denn jeder Euro, der ins Schulklo geht, was eigentlich eine Länderaufgabe ist, kann der Bund nicht investieren in seine eigentlichen Aufgaben, nämlich innere Sicherheit oder zum Beispiel Bekämpfung der Fluchtursachen. Das sind die eigentlichen Bundesaufgaben, und auf die müssen wir uns auf jeden Fall jetzt wieder konzentrieren. Nach diesem Pakt muss jeder seine Aufgaben erfüllen, und da ist Bildungspolitik nun eindeutig Ländersache. Aber in diesem Gesetz geht es nicht nur um Geld. Man sollte das meinen, wenn man die Reden hört. Es geht auch darum, dass wir Bürgerinnen und Bürger teilhaben lassen an den Erfolgen dieser Verabredung. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt die zusätzlichen Kompetenzen des Bundes in der Finanzverwaltung, in der Steuerpolitik. Das ist ein sehr sprödes Thema, aber ich erkläre Ihnen sehr gerne, was auch Sie damit zu tun haben. Wir müssen die Digitalisierung in den Finanzverwaltungen vorantreiben. Das ist für Bürgerinnen und Bürger einfacher, die demnächst über eine automatische Steuererklärung vorausgefüllt wesentliche Zeit ihres Lebens sparen. Aber das ist auch für die Verwaltungen der Länder wichtig. Denn jeder Finanzbeamte, der in den Ländern nicht gebraucht wird oder sich für wichtigere Aufgaben Zeit nehmen kann, zum Beispiel gegen Steuerhinterziehung kämpfen kann im großen Umfang oder gar nicht mehr gebraucht wurde an dieser Stelle, könnte dann in andere Projekte, zum Beispiel wieder die Schulsanierung, fließen. Deshalb brauchen wir ein gemeinsames Vorgehen bei einer gerechteren Finanzverwaltung, bei einer gleichmäßigeren Besteuerung in diesem Land. Und dazu haben wir in einem Konsensgesetz, auch das wieder ein spröder Titel, die Voraussetzung getroffen. Es ist demnächst möglich, dass der Bund zusammen mit den meisten Ländern wesentlich schneller entscheidet. Und das hat auch auf Sie Auswirkungen. Beispiel 1 für Unternehmerinnen und Unternehmen. Wir haben Ihnen vor einiger Zeit zugemutet, eine elektronische Bilanz dem Finanzamt zu übermitteln. Das hat Sie und Ihre Steuerberater viel Geld gekostet. Wir haben Ihnen damals versprochen, dass Sie diese digitalen Daten auch wieder zurückübersandt bekommen in digitalen Zustand nach einer Betriebsprüfung. Das hätte Sie massiv Geld gespart, und die Finanzverwaltungen hätten sehr viel schneller arbeiten können. Dieses Verfahren liegt seit Jahren, weil es an der IT-Technik mangelt. Wir müssen da besser werden. Das nützt Ihnen und das nützt den Finanzverwaltungen der Länder. Den gleichen Grund haben wir auch im Privatbereich. Seit 2015 haben wir beschlossen, dass die gerechtere Verteilung des Splitting-Vorteils über die Steuerklassen 4 mit Faktorverfahren durch einen einmaligen Antrag dauerhaft gewährt werden kann. Auch das scheitert an technischen Voraussetzungen. Das heißt, Sie sind jedes Jahr wieder aufgefordert, neue Anträge zu stellen, völlig überflüssigerweise, und das nur, weil die Technik nicht funktioniert. Nur 2 der Beispiele, warum wir diese IT-Technik unbedingt brauchen. Wir brauchen sie,
um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, Ihre Staatsaufgaben zu erfüllen. Und wir brauchen Sie, um eine gerechtere und einheitliche Besteuerung in diesem Land, in allen 16 Bundesländern zu ermöglichen. Ich bin sicher, dass die Länder nach Anfangsschwierigkeiten gerade zu diesem Punkt mit diesem Kompromiss jetzt auch gut vorangehen und dass wir uns einig sind, dass da für alle eine Win-Win-Situation entstehen kann. Daran sehen Sie, dass diese Reform in den genannten Punkten für mehrere Seiten ein Gewinn sein kann. Und deshalb werde ich dieser Reform heute zustimmen, auch wenn ich mir an anderen Stellen andere Lösungen hätte vorstellen können. Wir gehen diesen Weg, und ich sage aber danach, dann muss der Bund sich wieder auf seine Aufgaben konzentrieren, das Geld da ausgeben, wo wir es als Bundesaufgabe auch festgelegt haben, für innere Sicherheit, für Bekämpfung von Fluchtursachen, für Aufgaben der Bundesverwaltung. Das beginnen wir nach diesem Gesetz heute, und deshalb plädiere ich für diese Zustimmung. Das Wort hat der Kollege Johannes Kahrs für die SPD.